Ey, was machst du da? Ey, was wird denn das? Siehst du den Papa aus? Papa! Was machen wir jetzt? Video. Ein Video, richtig. Guten Morgen. Ja, ich lebe auch noch. Tut mir leid, dass es bis jetzt oder so schon länger kein Video mehr gegeben hat. Wie ich ja bei Instagram gesagt habe, mal die Tage bei der Instagram-Story, dass ich erstmal lernen möchte. Oh, Kind, du bist schwer. Und daher, da geht ein bisschen mehr Zeit drauf und das ist erstmal wichtiger, damit ich endlich für meinen Berater für holistische Gesundheit fertig werde. Auf jeden Fall dachte ich, ich probiere heute mal wieder ein Video zu machen, weil wir heute nach Nürnberg fahren. Das ist eine total schöne Gegend da, das ist mehr so Nürnberg Süd, da wo das Fußballstadion ist, da wo das, wo der Volksfestplatz ist halt auch. Und das ist eine total schöne Gegend. Ach, Kind. Und ich nehme euch einfach mal mit. So, komm mit Tina. Fertig. Komm mal, tschüss, mach bye bye. So, ich habe versucht, mich einigermaßen hübsch zu machen. Meine Haare sehen katastrophal aus. Ich habe keinen Friseurtermin mehr bekommen, bevor wir zu meinen Eltern gefahren sind. Und viele kennen es vielleicht von euch. Man will natürlich zu seinem eigenen Friseur und nicht zu einem anderen, weil die anderen wissen immer nicht, wie man es machen soll. Wir fahren jetzt auf jeden Fall los. Jetzt geht's nach Nürnberg. Und vielleicht kann ich mein Fräulein überreden. Das Männlein versucht, das Fräulein zu überreden, ob sie fährt. Ja. Wie funktioniert das jetzt, Schatz? Ah, ich hab's. Es passiert, wenn man einen neuen Buggy hat und den noch nicht zusammengeklappt hat. Da haben wir den ganzen Tag Zeit, nach Nürnberg zu fahren. Und welche Uhrzeit suchen wir uns aus? Wir suchen uns die Uhrzeit aus, an der Feierabendverkehr ist. Aber naja, wir haben ja keinen Zeitdruck, ne? Wir kommen schon irgendwann an. Eigentlich sind wir ja fast da, ne? Fast. Wir haben die Übeltäter gefunden. Das sind die Übeltäter. Das nennt man Arbeit. Einer arbeitet, alle gucken zu. Das ist ein Arbeiter und der Rest ist Poliere, ne, wahrscheinlich. Nein, ganz ehrlich, also an den ihrer Stelle möchte ich echt nicht sein. Das ist wirklich ein Knochenjob. Vor allem bei dem Wetter. 32 Grad. Ja, bei 32 Grad im Schatten zu arbeiten, das ist verständlich. Wenn man da mal Pause machen muss. Deswegen, es war echt nur ein Scherz. Ich habe an Bauarbeiter wirklich bei dem Wetter Respekt. Wir sind da. Ah, Kamera fällt mir fast runter. Traumhafte Kulisse. Absolut geil. Und deswegen fahre ich so gern hierher. Was machst du denn da? Was denn auf Proll? Das Gebäude, an dem wir jetzt parken, da ist jetzt gleich hier. Ach, wir müssen noch ein Stückchen weiterlaufen, glaube ich. Das ist das Toko-Zentrum. Das ist ein ganz altes Gebäude. Das hat der Hitler damals gebaut. Ich nenne das gerne immer Kolosseum, weil der Hitler nämlich das Gebäude vom Kolosseum in Rom nachahmen wollte. Weil er wollte, glaube ich, das Gebäude dreimal so hoch wollte er das eigentlich bauen. Und das wird hier in diesem Doku-Zentrum hier innen, wird es erklärt. Das ist halt einfach so ein bisschen Nachkriegszeit, von der Kriegszeit, Hitlerzeit halt eben, wegen den Juden und so weiter, Massenvernichtung, was hier in Nürnberg abgelaufen ist, also wo hier wirklich was gebaut wurde, was Hitler vorhatte und so weiter. Der eine Teich, ich glaube, der Teich hier, der ist künstlich angelegt, beziehungsweise das hier war alles Teich, so war es genau, das hier war alles Teich und das wurde einfach aufgeschüttet, um das Gebäude darauf bauen zu können, genauso wie die Paradestraße, die werdet ihr auch gleich noch sehen. Das Gebäude hier, das Kolosseum, werdet ihr auch von der anderen Seite, da werdet ihr das vielleicht von Rom erkennen, dieses Kolosseum von Rom.
Das werdet ihr dann auch noch mal heute, denke ich mal, ein paar Mal in meinen Videos sehen. So, ich hoffe, ihr könnt jetzt genug sehen und ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich dachte, ich mache das jetzt mit der GoPro mal, weil hier hat man echt einen geilen Weitwinkel. Das nehme ich jetzt einfach mal mit der GoPro auf und ich hoffe, das klappt. Eine traumhafte Kulisse. Der absolute Wahnsinn. Also kann ich nur jedem mal empfehlen, sich das anzugucken. Wer sich für die Nachkriegszeit interessiert, hier oben. Hier ist eine kleine Aussichtsplattform. Das ist vom Doku-Zentrum. Also da kann man auch mal rausgucken, kann sich das mal angucken. Und ich glaube, hier irgendwo zwischendurch sind auch mal ab und zu mal ein paar Fenster irgendwo, wo man auch noch mal durchschmulen kann. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Es ist schon einige Jahre her, wo ich im Doku-Zentrum mal war. So, ich dachte mir, ich nutze jetzt einfach mal wirklich diese geile Kulisse hier als den Content-Part. Und zwar, wie der Titel ja schon sagt, die perfekte Ernährung. Die perfekte Ernährung ist nicht die Ernährung, so wie ihr das denkt, dass man sich perfekt ernähren muss. Also überhaupt nichts Ungesundes zu essen, gar nichts wirklich, den Tagesplan wirklich perfekt gestaltet, so, also wie es eine gesunde Ernährung zulassen würde und so weiter. Das ist meiner Meinung nach nicht die perfekte Ernährung. Ich habe es auch lange gemacht. Aber im Endeffekt, wir leben einfach im modernen Zeitalter. Wir leben in einem Zeitalter, wo wir immer wieder mit Süßigkeiten oder halt ungesunden Sachen konfrontiert werden. Von daher finde ich, ist die perfekte Ernährung eine perfekte Mischung. Also der Hauptbestandteil sollte aus gesunden, natürlichen Lebensmitteln bestehen, dass ihr halt auch euren Nährstoffbedarf gut deckt, also so wie ich es in meinen anderen Videos im Endeffekt eigentlich erkläre, dass ihr euch so ernährt. Und dann könnt ihr euch einfach auch, was auch für die Seele wichtig ist, das ist nämlich dann auch nochmal so ein Ding mit perfekter Ernährung, es muss der Seele gut tun. Also ihr müsst ein gutes Gefühl dabei haben, wie ihr euch ernährt. Und nur wenn ihr ein gutes Gefühl dabei habt, dann ist die Ernährung auch wirklich für euch perfekt. Wenn ihr euch jetzt zu viel ungesund ernährt, habt ihr auch kein gutes Gefühl, also könnt ihr kein inneres gutes Gefühl dabei haben. Deswegen versucht einfach wirklich über euren Schatten zu springen, gönnt euch auch einfach mal was, mal hier und da was Ungesundes, bringt euch nicht um, macht einen deswegen nicht krank. Im Endeffekt, am Ende des Tages, macht der gesamte Durchschnitt aus, die gesamte Ernährung. Wenn ihr da eben eine Harmonie findet aus eben Gesundheit und für die Psyche was Gesundes, euch Augen zu mal was gönnen, dann habt ihr die perfekte Ernährung für euch gefunden. Ihr müsst euch wirklich, wie gesagt, ihr müsst euch wohlfühlen. Und euer Körper sagt euch das auch, wenn ihr euch zu ungesund ernährt, dass ihr euch nicht wohlfühlt. So, und jetzt geht's weiter, noch ein bisschen Nürnberg Süd erkunden. So, wir sind jetzt ein Stückchen weitergelaufen hier hinten. Das ist sozusagen die Paradestraße, Heerstraße oder wie die heißt. Die ist ziemlich lang, ziemlich breit. Die seht ihr später nochmal. Hier sieht man nochmal ein bisschen das Kolosseum. Ein kleines bisschen. Und das, was ich vorhin erzählt habe, hier ist nämlich ein See. Und da drüben, hier ist auch nochmal ein See. Und das war ein See. Nee, hier hinten ist der, da ist ja der Wald. Da ist der See, da sieht man, dass hier kaum noch Bäume sind, beziehungsweise die Bäume sind ganz weit hinten. Da ist auch nochmal ein See und das hier alles hier dazwischen, das wurde alles aufgeschüttet. Hitler hatte diesen Größenwahn, der wollte eine große breite Straße haben und hat das echt alles aufgeschüttet. Oh Mann, jetzt hätte ich schon wieder was vergessen, musste ich nochmal schnell umkehren. Ich wollte euch doch die Paradestraße zeigen. Die ist wirklich, das ist eine ganz breite Straße. Deswegen hat Casey Neistat immer seine Brille auf. Dann sieht man nicht, dass man ins Display guckt. Gehen wir nochmal über die Straße kurz. Schade, von hier aus sieht man das Kolosseum nicht. Aber da ist das Messezentrum Berlin. Ja, ich wohne in Berlin, aber momentan bin ich in Nürnberg. Das Messezentrum Nürnberg ist da. Und da hinten, hinter den Bäumen, sieht man das Kolosseum. So, jetzt dürft ihr mit uns gemeinsam den wirklich geilen Sonnenuntergang hier genießen.